Herzlich willkommen bei Tom Tut. Schön, dass du bei dem Video dabei bist. Ich zeige dir jetzt in diesem Video, wie du den Roborock Festwasseranschluss an der Dockingstation montierst und unterm Waschbecken Abwasser und Frischwasser, wie ich das montiert habe. Das ist nämlich meine Arbeitsmaschine. Auf der Rückseite der Dockingstation ist, wenn ich jetzt von hinten drauf schaue, rechts die kleinere Leitung ist das Frischwasser und links die dickere Leitung, die ist das Abwasser. Mitgeliefert von Roborock wird hier ein 1,5 Zoll T-Stück, das man direkt in die Wand einschrauben könnte, und ab geht dann hier eine 3/8 Leitung für die Wasser-Frischwasser-Zuleitung. Das möchte ich so aber nicht installieren, da habe ich was anderes vor. Deswegen habe ich mir das selber neu bestellt mit einem 3/8 Zoll Gewinde. Das passt bei mir unten und das Waschbecken. Unter dem Video in der Videobeschreibung und im Blogartikel sind aber auch genau diese Artikel nochmal verlinkt. So, wie schließe ich das jetzt an? Das erste, was ich mache, ist unter meinem Waschtisch die bestehende Kaltwasserleitung ermitteln. Dazu schraube ich jetzt erstmal die vermeintlich rechte Kaltwasserleitung zu, drehe den Wasserhahn auf und gucke, ob kalt noch läuft. Wenn es der Fall ist, dann weiß ich, das ist die Kaltwasserleitung, und wenn nicht, dann ist es entsprechend einfach die andere. Das Stück, das hier bei mir aus der Wand rauskommt, das könnte ich an sich auch komplett ersetzen. Das wäre dann ein 1,5 Zoll Gewinde. Auch da habe ich in der Videobeschreibung einen Link. Das war nämlich erst mein Gedanke, das komplett auszutauschen. Aber ich habe mich hierfür entschieden, weil das nachher filigraner ist, wie du gleich siehst. Wenn die Leitung jetzt abgeschraubt ist, dann montiere ich einfach hier ein Rückschlagventil rein. Ich habe bei einem Kühlschrank das gleiche gemacht. Da hieß in der Anleitung, man soll ein Rückschlagventil montieren. Und das habe ich einfach gemacht, damit weder vom Waschbecken noch von dem Roborock, primär natürlich von ihm, da sind Pumpen drin, nichts je zurück in meine Hauswasser-Frischwasserleitung reinfließen könnte. Teflonband ist auch immer sehr gut zu verwenden. Teflonband wird auch immer mit der Gewinderichtung, also rechts ist rechtsrum Gewinde, wird es rechtsrum aufgewickelt und dann einfach handfest und ein kleines bisschen mit einem Gabelschlüssel festdrehen, das reicht. Du siehst nachher, ob es dicht ist, weil undicht wird es schnell, denn nach fest kommt auch gern mal ab. Das bleibt jetzt eben konsequent ein 3/8 Zoll Gewindeanschluss bei mir in der ganzen Installation. Und das müsste man jetzt nicht zwingend, aber ich möchte es machen. Ich werde hier oben auch nochmal einen Kugelhahn draufschrauben, damit ich nicht nur für den Roborock, sondern auch oben für meine Wascharmatur einstellen kann, wie viel Wasser nachher tatsächlich durchfließt und ich die Zuleitung, die Hauptleitung für beide voll aufdrehen kann. Und dann kann ich individuell entscheiden, wie viel Druck wo ankommt. Außerdem ist dabei immer interessant, dass ich durch die zwei Kugelhähne bei Wartungsarbeiten von einem den anderen nicht ausschalten muss. Also so kann ich wirklich sicherstellen, dass ich immer eins betreiben kann, ohne das andere, wenn ich Wartungsarbeiten zum Beispiel habe. Obendrauf kommt jetzt einfach wieder mein Waschbecken dran. Und bei dem, das ich mir hier gekauft habe, drehe ich einfach diese Mutter hier ab. Dann nehme ich den 6,35 mm Schlauch Außendurchmesser und schiebe das jetzt einfach, den Schlauch, hier drauf. Und jetzt kann ich das hier drüber schrauben und einfach schön festmachen und entsprechend auch wieder ein bisschen mit einem Gabelschlüssel befestigen. Aber auch hier übertreib es nicht, das ist jetzt schon dicht. Es geht hier echt nur darum, dass das nicht mehr runterrutschen kann. Wenn du es handfest geschraubt hast und nochmal eine halbe oder eine ganze Umdrehung mit dem Gabelschlüssel machst, dann reicht das. Falls du jetzt die Sanitärinstallation doch anders machst und du verwendest das mitgelieferte 1,5 Zoll Anschlussventil, Eckventil von Roborock, dann kannst du das natürlich auch verwenden. Und der Anschluss funktioniert so, dass du hier nichts wegschraubst, sondern deine Leitung mit hier einem beweglichen Plastikteil hast und du steckst deine Leitung praktisch einfach fest hier rein und arretierst das Ganze mit so einem Sicherungssplint. Der Splint muss praktisch genau hier zwischen das Plastik und dem Metall reinpassen. Und dann hält er diese Leitung hier auch stabil. Wenn du das lösen musst, machst du den Splint praktisch weg, drückst den Kunststoffring nach innen und kannst dann die Leitung hier rausziehen. So, so kannst du das dann wieder trennen, wenn du eben Wartungsarbeiten hast oder die Anlage einfach wegmontieren musst praktisch. Roborock hat jetzt hier noch so einen schönen kleinen Filter mitgeliefert. Der macht, denke ich mal, auch wirklich Sinn. Ich habe bei mir im Keller noch eine Enthärtungsanlage und da ist auch schon ein Wasserfilter bei mir installiert. Darum habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen, diesen Filter nicht zu nutzen. Trotzdem ist er schön. Und wenn du das jetzt alles schon bestellst, dann kannst du dir ja entsprechend so einen Filter auch bestellen, der dann hier irgendwo mit drauf ist. Beziehungsweise guck mal in meinem Blog vorbei. Wenn ich das finde, dann werde ich es dir dort verlinken. Das mit den kleinen blauen Splinten, das ist natürlich genau hier derselbe Effekt. Du steckst die Leitung hier entsprechend auf und sicherst dann mit diesem Stift diese Fixierung, damit die Leitung dann nicht mehr rausrutschen kann. Ziehst du den Stift ab,
drückst du den Ring nach hinten und ziehst nach vorne die Leitung ab. So kannst du das dann alles wieder trennen. Wenn du die Leitung kürzen musst, dann mach das ganz einfach. Aber mach's nur, wenn es wirklich sein muss. Weil es spricht nichts dagegen, einfach ein paar Schlaufen zu legen und die irgendwo zu verstecken, wenn das möglich ist. Dann hast du bei einer späteren Umzugssituation, bist du froh, du musst die Leitung nicht neu kaufen. Und selbst wenn, kein Problem. Aber was ich dir sagen will, wenn du es kürzen musst, gibt es Tools, Werkzeuge dafür. Es gibt Komplettsets, muss man aber nicht machen. Ich nehme einfach nur meine Schere und schneide mir das Ganze hier ab. Und dann entstehen natürlich jetzt so kleine Grate hier, weil das nicht ordentlich ist. Und die Leitung wird auch ein bisschen geknickt. Das ist aber nicht schlimm. Du kannst das einfach fein sauber machen. Achte nur darauf, dass natürlich auch keine Kunststoffspäne dann hier reinfallen. Und das Wichtigste ist jetzt, dass der Grat, der hier entstanden ist, oder der Grat da drin, dass du den wegbekommst. Und das mache ich immer, indem ich einfach ein kleines Taschenmesser nehme und schleppe jetzt praktisch mein Messer hier durch. Das heißt, ich schneide nicht da rein, sondern ich gehe schräg in diese Leitung rein und schleppe mein Messer hier durch. Und dadurch entsteht... Dadurch drücke ich praktisch das Kunststoff ein bisschen auf die Seite und das reicht in der Regel voll aus. Und so daraus kommende Grate kann man dann wieder so ein bisschen abscheren und dann sieht das gut aus. Und wenn ich das Ganze jetzt dann noch ein bisschen rund drücke wieder, ist das perfekt und du musst dir keine Sorgen machen und brauchst kein Spezialwerkzeug. Ey, das war jetzt aber gerade... Bei der Abwasserleitung habe ich mich dann dafür entschieden, mit HT-Rohren zu arbeiten. Das sind Hochtemperaturrohre, die ganz genau auch schon unterm Waschbecken vorhanden sind. Und ich habe mir hier so eine Abzweigdose gesucht im Baumarkt und habe das Ganze dann mit Heißkleber einigermaßen dicht gemacht. Wichtig ist, das siehst du dann auch gleich, dass Heißkleber hier, denke ich, ausreichend sein wird. Silikon könnte natürlich auch funktionieren, aber hier wird auch kein Wasser stehen. Ich habe hier meine bestehende DN50er Leitung aus der Wand, habe ich dann mit einem Y-Stück erweitert. Hier noch eine Verjüngung auf DN40, weil genau diese Abzweigdose entsprechend da auch reinpasst. Und dann habe ich das einfach ans Spülbecken angeschlossen an das Y-Stück. Ich habe am Schluss dafür gesorgt, dass die Dreckleitung von oben nach unten fließt. Genau was ich meinte, hier steht praktisch kein Abwasserwasser fest drin, auch nicht, wenn es oben vom Waschbecken kommt. Ich hoffe, das hat dir geholfen und die Frage beantwortet, nach der ich so lange gesucht hatte, einfach nur wissen wollte, wie schließe ich das Wasser an. Alles andere über diese Maschine erzähle ich jetzt in diesem Video nicht. Da gibt es viele Informationsquellen, die du dir sicher auch schon alle gemütlich gegeben hast. Dann bleibt mir bei dem Video nichts anderes zu sagen, als schön, dass du dabei warst. Das war Tom Tut. Bleib hart am Gas.